und herzlich willkommen zurück bei Resident Evil 2, das Remake. Wir haben hier gespeichert, wir haben den Raum durchsucht. Hoffen wir mal, dass die Zombies... Das brauchen wir nicht. Kann ich das zumachen? Hallo? Fall doch mal um. Warte, der hatte glaube ich noch was. Munition. Ah, warum? Die sind so fuck schnell, Mann. Jetzt schauen wir uns erstmal noch hier um. Hier kommen wir ja noch nie weiter. Alter! Das ist mir das letzte Mal schon passiert. Da brauche ich noch das Vierkantrohr oder irgend sowas. Vierkant. Ihr wisst schon. Tragbarer Tresor. Sie können Objekte mit nahe untersuchen, indem Sie sie auswählen und untersuchen wollen. Untersuchen. Okay, zack, zack. Zack, zack. Zack, auch nicht. Ach so, die müssen da... Ah, da oben sind ja die Pfeile drauf. Oh, Entschuldigung. Ist der da? Also... Der da. Ah ne, scheiße. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Was zur Hölle sind das für Dinger? Wahrscheinlich nur Munition drin, oder? Irgendein kleines Teil. Untersuchen. Hä? Da ist ein Keyboard, Keyding drauf, Anleitung für Tragband, das war ja gut, das hatten wir ja schon. Ah, fuck. Ich brauch den Schlüssel für den Waffenraum, der war ja woanders, ne? Rotes Kraut. Entschuldigung. Mein Handy und mein... Ach so, ja. Mein Handy und mein... boah, sag's mal. Lautsprecher haben reagiert vom PC. Wie hängen sich solche Bilder auf? Ist der jetzt wieder da oben? Also, wir sehen ja hier mal kurz dann später einen Licker durchlatschen. Irgendwo an dem Fenster. Wie soll ich denn den ganzen Scheiß rausfinden, Mann? Sind hier dann irgendwelche Sachen in der Umgebung? Aber ich glaube nicht. Oh shit.
Ich brauche den scheiß Schlüssel. Eigentlich müsste ich nochmal runterlaufen. Ein paar Sachen abzulegen. Da vorne, genau das. Was zum... Ist hier gerade rein? War das das letzte Mal schon so? Ich hab die Schubflinte noch nie. Alter, ich bin so gut wie im Arsch. Wobei ich das letzte Mal auch schon gesagt habe. Da hinten ist wieder diese Häse. Warte mal, waren diese Haufen das letzte Mal auch schon da? Man merkt, ich bin durch die One-Shot-Demo ziemlich schnell durch, damit ich es noch durchschaffe. Das kann ich gerade nicht nehmen. Ich kann mich an die Hälfte nicht erinnern, was hier war. Alter. Ich kriege aber wenigstens einiges an Munition. C4. Okay. C4 muss er. Er hat mich jetzt gewundert. Irgendwas muss man da auf jeden Fall machen, um das zu verbinden. Anonyme Notiz. Diese Konzernwichse haben mir den Geldhahn abgedreht und das nach all dem, was ich für sie getan habe. Aber wenn es unbedingt sein muss, werde ich mir noch etwas Spaß gönnen, während die Welt den Bach runtergeht. Ich habe die Dreckspanne in einem mit C4 präparierten Stahlpferd gesperrt. Muss ihn nur noch zünden. Das war's dann mit denen. Aber wenn es zu schnell geht, macht es keinen Spaß. Vielleicht werde ich mit diesen kleinen durchgedrehten Spinnern ein kleines Spielchen veranstalten. Ja, vielleicht gebe ich ihnen ein kleines Spielzeug und sage ihm, töte deinen Nachbarn und dann verschone ich den Rest. Was der dann wohl macht? Du schreist was von Gerechtigkeit und Stolz, aber wie oft hast du dich bitte mir deinen Vorgesetzten schon widersetzt? Ja, du warst so ein guter Bulle. So gut, dass du sterben musstest. Mann, bringt das Spaß. Fehlt nur noch Musik. Was ist denn das? Gürteltasche. Ja! Ja! Irgendwo war noch was. Da war noch. Kann ich das eigentlich. Kann ich Sachen eigentlich auf den Boden legen? Ne, es gibt nur wegwerfen. Bitte greif nicht zu, ich will hier nur vorbei. Ah ja, jetzt sind wir ja dann hier. Da ist schon Polizeirevier. Und mehr Bücher, als man zählen kann. Leon, Marvin hier. Komm so schnell wie möglich zurück. Alles in Ordnung, Marvin? Ich möchte dir was zeigen. Ist wichtig. Verstanden, ich bin sofort da. Der frisst gerade seinen Arsch. Der zu
sogar noch. Warte mal. Wo war denn das, wo ich runterkrach? Irgendwo krache ich hier runter. Hä? Nee, das war doch hier. War das hier? Ach, diesen abgesperrten Raum gibt's hier gar nicht. Machen wir es einfach. Absturz! Böser Zombie, du bleibst liegen, ne? Ja. So. Oh, noch ein Messer! Die gehen wir wieder hoch. Ah, damit kann man die gut verarschen. Sehr schön, sehr schön. Springen wir da drüber? Ja, du kommst da auch nicht rüber, ne? Du kannst dann hier nur versuchen, die hochzulocken. Hey, Free Hugs gibt's hier nicht. Es gibt hier keine freien Umarmungen, Mann. Die kosten hier was. So billig bin ich nämlich nicht. Oh! Kann es sein, dass ich gerade ziemlich arschkarte gemacht habe? Weil jetzt die alle daherkommen? Das ist jetzt irgendwie blöd gelaufen. Komm doch mal mit, mein Freund. Komm doch rein. Sehr gut. Schau, hier bin ich. Hier bin ich. Lecker Fleisch. Lecker Fleisch von Leon. Hallo? Oh. Ihr mich verarscht hat. Kleiner Mistkerl. Weißt du, diese Säcke, wie sie mir halt den Weg absperren. Oder abschneiden. Absperren, ja. Was ist das? Rotes Buch. Ja, toll, danke. Ist der da oben runtergefallen? Was für ein Trottel. Kann man das lösen? Okay. Ja, wir gehen mal raus und reden mit dem Marv. Oder heißt der Marv? Ich glaube, der heißt Marv. Wenn nicht, dann nennen wir ihn ab jetzt Marv. Hey Marv. Da bist du ja. Komm her. Siehst du das? Ja. Ich wusste, sie schafft's. Du kennst sie? Ja. Sie heißt Claire. Ich kam mit ihr in die Stadt. Du gelangst zu dem Hof da. Die Stufen hoch. Ostseite. In Ordnung. Danke, Lieutenant. Okay, aber was wir jetzt machen können? Ach, das ist hier? Komme ich da nicht bloß? Ah ja, da komme ich wieder in den anderen Gang, ne? Der Zombie liegt halt da immer noch. Das ist die Frage, ist er wirklich tot oder liegt er da einfach nur? Ah, der andere steht da hinten. Du bist tot, ne? Sag ja. Er schaut tot aus. Du bist hoffentlich auch tot, Penne. Da ist es. Ach Gott, ich laufe jedes Mal dran vorbei. Hä?
Hier gibt's die Schrumpfel in der Schließfachterminal-Notiz. Auf der Tastatur des Schließfachterminals fehlen einige Tasten. Der Verantwortliche soll Ersatztasten besorgen, um das umgehend reparieren. Du weißt, dass du gemeint bist, Drecksgrill. Wer sonst würde solch einen Mist bauen? Okay. Warte mal. Ah, 102. Halt. Nein. Ist ja geil, dann habe ich da schon was gefunden, um das freizuschalten. Gleich mal kombinieren, ich brauche die Muni. Ist das ein Messer? Was ist denn das? Ist das ein Mikrofilm? Ich glaube, das ist ein Mikrofilm. Warte mal, was war das? 1, 0, keine Ahnung, 6? Ja. Ich könnte natürlich jetzt erstmal alles durchprobieren, aber da habe ich keine Lust drauf. Film. Wenn er 09 ist. Hä? Wer schreit denn da so? Was war denn das? Verarschen? Oh, für die geile Scheiße braucht man eine Keycard, ne? Weapons Locker. Hä, da ist die Schrot drin. Warte mal, da müsste hier irgendwo eine Keycard drin sein. Schrotmunition. Nix. Oh, 302, das ist wieder eine Tasche. Ich brauche noch so ein Ding. Verdammt. Da braucht man beide. Was machen wir erstmal noch die 109 auf? Aber jetzt mal ernsthaft. Nur um es mal zu sagen, der konnte das Ding rausmachen. Kann ich eigentlich die Messer kombinieren? Nee. Hey, hier sollten wir noch die Schrotflinte kriegen, bin ich jetzt blöd? 208 kannst du behalten. Eigentlich echt immer eingebildet, dass ich da reinkomme. Aber jetzt kommt wahrscheinlich erstmal hier einer rein. Ja? Ach, du bist es. Hier zur Seite schmeißt. Oder drückt. Ach Gott, ich depp da. Warte mal. Da war's. Nein, da war's nicht. Halt, da war's. Ja, der liegt noch. Ich trau dem halt einfach nicht. Ich trau dem ums Verrecken nicht. Hey Marv, ich muss hier kurz was ablegen. Schlüssel. Warte mal, da steht doch was drauf auf den Schlüssel. Untersuchen. Storage Room.
Zum Lagerraum der Tankstelle? Warum schmeißt er den denn weg? Okay, sorry, das war dumm. Wahrscheinlich haben das auch einige gemerkt, dass das dumm war. Kann ich das eigentlich sortieren? Ah, bewegen. Jetzt würde ich gerne noch den Mikrofilm dann anschauen. Wobei, das machen wir dann in der nächsten Folge. Wie gesagt, ich werde heute auf jeden Fall mehrere Folgen bringen, deswegen, auch wenn es wenn die Folge bis 20 Minuten geht, aber das ist ja auch so Standardding bei mir. Weil das ist für mich schneller zum Rendern und zum Hochladen. Bei einer Bullshit-Leitung. Jetzt schauen wir erstmal, was können wir. Das schauen wir noch kurz. Achso, ja, das war das. Ah ja, da hinten war noch Muni. Boah, Alter, wir strotzen vor Munition. Wir strotzen nur so davon. Mann, du läufst gerade mal ein paar Meter, stell dich nicht so an. Und ich weiß, dass die eine Medaille ist, die könnten wir eigentlich auch schon nehmen, aber... Die können wir später auch noch holen. Hä? Konnte ich da überhaupt das letzte Mal rein? Da liegt noch ein Kraut. Ach, da ist wieder ein Safe. Was ist das? Stadtbroschüre. Willkommen in Raccoon City. Raccoon City ist nicht nur das Zuhause der Pharma-Riesen Umbrella Corporation, sondern auch eine pulsierende, dynamische Stadt mit einer langen Geschichte. In diesem Führer stellen wir Ihnen ungewöhnliche Sehenswürdigkeiten der Stadt vor. Polizeistation von Raccoon City. Das Gebäude in der Stadtmitte war nicht immer eine Polizeistation. In ihm befand sich früher ein Kunstmuseum. Zahlreiche Merkmale wie die ungewöhnlichen Uhrenturm und die Göttinnenstatue in der Eingangshalle erinnern an diese Zeit. Das Waisenhaus. Waisenhaus? Oh fuck. Nur wenige Häuserblöcke von der Polizeistation entfernt befindet sich ein von Umbrella Corporation mit Hilfe zahlreicher Spenden von Unternehmen und Bürgern gegründetes Waisenhaus. Das Gebäude ist für seine Blutglasfenster bekannt, das Besucher aus aller Welt anzieht. Es gibt ein Waisenhaus. Gab es das vorher auch schon? What the fuck? Ah, da können wir noch aufsperren. Sag mir, das ist das letzte Schloss. Wenn wir die Probleme für den Zweck erfüllt haben. Yes! Wegwerfen. Okay, das machen wir dann später in der nächsten Folge. Ist hier vielleicht noch was dran? Nee. Also dann gehe ich nochmal kurz nur das Speichern. Und bedanke mich jetzt. Ich weiß, ich habe schon mal gespeichert. Und bedanke mich jetzt mal fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Resident Evil 2. Macht's gut und. Servus!